Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, sind 54% der Landesfläche Deutschlands zu einem Teilgebiet geworden. Auch Sie leben in einem Teilgebiet, aber was bedeutet das für Sie? Im Folgenden erklären wir Ihnen, warum Ihre Region ein Teilgebiet geworden ist. Die BGE sucht ein Endlager im tiefen Untergrund. Dort sollen die gesamten hochradioaktiven Abfälle Deutschlands dauerhaft und sicher lagern. Mindestens für 1 Million Jahre sollen die Abfälle von Mensch und Umwelt abgeschlossen sein. Dafür sind wir als Gesellschaft gemeinsam verantwortlich. Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Auf der Weißen Landkarte wurden 90 Teilgebiete identifiziert, die näher untersucht werden sollen. Diese wurden in 3 Schritten ermittelt. Erstens Ausschlusskriterien. Nur solche Gebiete werden weiter untersucht, die nicht aus einem der 6 im Standortauswahlgesetz benannten Gründe ausgeschlossen werden. Darunter fallen zum Beispiel seismische Aktivitäten und Vulkanismus. Zweitens Mindestanforderungen. In Frage kommen nur Regionen, in welchen eines der 3 Wirtsgesteine, Tongestein, Steinsalz oder kristallines Wirtsgestein vorhanden ist. Außerdem müssen die Gebiete weitere Anforderungen erfüllen, zum Beispiel einen Mindestabstand zur Erdoberfläche sowie eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Drittens, geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Alle identifizierten Gebiete werden Gegenstand einer geowissenschaftlichen Abwägung. Gebiete, die günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung erwarten lassen, sind im Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht worden. Hier stellen wir Ihnen das Teilgebiet 01700 vor. Es befindet sich im Salzstock Kozen. Das Teilgebiet befindet sich im Nordwesten von Brandenburg im östlichen norddeutschen Becken. Das Teilgebiet in der Salzstruktur Kozen liegt im Wirtsgestein Steinsalz in sogenannter steiler Lagerung. Dieses Wirtsgestein besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es kann Risse im Gestein unter Druck heilen, sie also selbst wieder verschließen. Steinsalz ist nahezu undurchlässig und hat eine hohe Eigenstabilität. Weniger gut ist die hohe Wasserlöslichkeit von Steinsalz und das geringe Rückhaltevermögen gegenüber Radionukliden. Das Teilgebiet befindet sich in Norddeutschland im östlichen norddeutschen Becken in einem von über 400 Salzstöcken. Der Salzstock Kozen besteht unter anderem aus Steinsalz. Es ist vor rund 255 Millionen Jahren durch Verdunstung aus einem flachen Meer entstanden. Das Meer wird als Zechsteinmeer bezeichnet. Im Laufe der weiteren geologischen Entwicklung ist das Steinsalz entlang von Schwächezonen aufgestiegen und hat sich zu steil stehenden Salzstöcken geformt. Zur Ermittlung der Teilgebiete wurden zunächst die Ausschlusskriterien angewendet. Um den Salzstock Kozen sind Gebiete durch die Ausschlusskriterien aktive Störungszonen und Bohrungen ausgeschlossen worden. Zum Ausschluss genügt das Zutreffen eines Ausschlusskriteriums. Zu den aktiven Störungszonen zählen auch sogenannte Scheitelstörungen. Das sind Störungen, die durch den Aufstieg des Salzes gebildet wurden und sich oberhalb des Salzstocks befinden. Diese für Salzstöcke spezifischen Störungen führen nicht zu einem Ausschluss. Im nächsten Schritt wurden die Mindestanforderungen auf die nicht ausgeschlossenen Gebiete angewendet. Die Bearbeitung erfolgte mit Hilfe von 3D-Modellen für den gesamten Zechstein, nicht nur das Steinsalz. Die Mindestanforderungen gelten alle als erfüllt. Das Gebiet hat eine Fläche von 16 Quadratkilometern und ist maximal 850 Meter mächtig. Die Tiefe liegt zwischen 650 und 1500 Metern unterhalb der Geländeoberfläche. Aufgrund der Zusammensetzung der Zechsteinformation sind ausreichend große Bereiche für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle mit einer sehr geringen Gebirgsdurchlässigkeit zu erwarten. Das Ergebnis nach Anwendung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen ist ein identifiziertes Gebiet. Im nächsten Schritt findet die geowissenschaftliche Abwägung statt. Mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wird bewertet, ob eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Mithilfe von 11 Abwägungskriterien wurde jedes Gebiet bewertet. Zur Bewertung von 8 dieser Kriterien wurden Referenzdatensätze herangezogen. Das sind Literaturwerte bekannter Eigenschaften des Steinsalzes. Es wurden günstige Werte angenommen, bis entsprechende gebietsspezifische Daten vorliegen. Das verhindert, möglicherweise geeignete Gebiete schlechter zu bewerten, als sie es tatsächlich sind. Kriterium 1 bewertet den Transport radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das ist der Bereich im Gestein, in dem die hochradioaktiven Abfälle eingelagert werden können. Der Transport soll so gering wie möglich sein.
Die Bewertung ist günstig. Kriterium 4 bewertet die langfristige Stabilität. Die günstigen Verhältnisse sollen sich über einen möglichst langen Zeitraum nicht ändern. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 5 bewertet die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 6 bewertet die Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten. Das Gestein soll möglichst wenig Klüfte oder Risse aufweisen, damit sich radioaktive Stoffe möglichst nicht aus dem Endlager herausbewegen können. Die Neigung soll möglichst gering ausfallen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 7 bewertet die Gasbildung im umgebenden Gestein. Die Gasbildung soll möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 8 bewertet die Temperaturverträglichkeit. Dabei sollen temperaturinduzierte Änderungen der Gesteinseigenschaften möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 9 bewertet das Rückhaltevermögen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das Rückhaltevermögen soll möglichst hoch sein. Die Bewertung ist nicht günstig. Kriterium 10 bewertet die hydrochemischen Verhältnisse. Die Zusammensetzung des Tiefenwassers soll sich nicht negativ auf die Rückhaltung der Radionuklide auswirken. Die Bewertung ist nicht günstig. Eine individuelle Bewertung für das Gebiet fand für 3 Abwägungskriterien statt. Kriterium 2 bewertet die Konfiguration des Gesteinskörpers. Der Gesteinskörper soll dabei ein möglichst hohes Einschlussvermögen aufweisen. Die Bewertung ist bedingt günstig. Kriterium 3 bewertet die räumliche Charakterisierbarkeit der geologischen Barrieren. Die Eigenschaften sollen möglichst zuverlässig ermittelbar und übertragbar sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 11 bewertet den Schutz durch das Deckgebirge. Das Deckgebirge soll den einschlusswirksamen Gebirgsbereich möglichst lange schützen. Die Bewertung ist günstig. Unter dem Strich, insgesamt ist für das identifizierte Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation zu erwarten. Das Gebiet wurde deshalb als Teilgebiet ausgewiesen. Wie geht es weiter? Die Teilgebiete werden weiter untersucht und mit verschiedenen Methoden eingegrenzt. Die BGE macht dann einen Vorschlag für Standortregionen, die über Tage erkundet werden sollen. Die zuständige Behörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, prüft diesen Vorschlag. Nach Zustimmung des Bundesgesetzgebers finden über- und in einer späteren Phase untertägige Erkundungen statt, damit der bestmögliche Standort bis 2031 feststeht. Die Öffentlichkeit begleitet den gesamten Prozess. Sie kann ihre Anliegen beispielsweise in der Fachkonferenz Teilgebiete vorbringen, die vom BASE organisiert wird. Dieser Prozess lebt vom Austausch, vom Dialog. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns darauf. Wir versprechen Ihnen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Herzlich willkommen zur Online-Sprechstunde für das Teilgebiet 01700. Mein Name ist Michael Lohse und ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Begrüßen möchte ich ganz herzlich meine beiden Fachkollegen Eike und Sönke, die beide in der Standortauswahl arbeiten und auch mit an dem Bericht Teilgebiete gearbeitet haben. Gemeinsam werden wir jetzt versuchen, in der nächsten knappen Stunde Ihre Fragen zu beantworten und mit Ihnen zu diskutieren, je nachdem, wo Sie da den Bedarf haben. Ihre Fragen können Sie hier direkt im YouTube-Chat stellen oder aber auch per Mail an dialog@bge.de senden. Dabei ist dann allerdings wichtig, dass Sie beim Betreff das Teilgebiet 01700 voranstellen, damit dann die Kolleginnen und Kollegen die Frage auch richtig zuordnen können. Wenn Sie allerdings lieber Ihre Frage mündlich stellen möchten, ist das auch möglich. Rufen Sie uns gerne an. Die Telefonnummer wird eingeblendet und auch dort können Sie dann Ihre Frage entgegennehmen. Alle Fragen, die wir heute nicht beantworten können, werden wir im Nachgang auf jeden Fall bearbeiten und dann auch Ihnen dann die Antwort zukommen lassen und sie auch online stellen auf der Seite des Teilgebiets. Ich möchte Sie wirklich nochmal einladen, Ihre Fragen zu stellen. Wir stehen heute für Sie zur Verfügung, von daher nutzen Sie das sehr, sehr gerne. Genau, das Teilgebiet 0017, eingehend erstmal, wir haben jetzt auch schon in den Sprechstunden ganz viele Tongebiete uns angeschaut, die sehr, sehr groß sind. Das ist jetzt sehr, sehr klein. Warum ist das so? Vielleicht könnt ihr da nochmal einsteigen in das Thema.
Schönen guten Abend. Das liegt primär daran, dass das Teilgebiet im Steinsatz in steiler Lagerung ausgewiesen wurde. Dabei handelt es sich um Salzstöcke. Und das muss man sich so vorstellen, das sind geologisch gesehen relativ kleine Strukturen. Also wenn wir uns das mal in Zahlen veranschaulichen wollen, wir haben insgesamt 90 Teilgebiete in Deutschland, die über die Hälfte der Fläche Deutschlands bedecken. Zwei Drittel dieser Teilgebiete sind Salzstöcke. Diese machen aber nur 0,5% der Fläche Deutschlands aus. Also man könnte vereinfacht sagen, wir haben sehr, sehr viele Salzstöcke, aber es sind auch die kleinsten Teilgebiete davon. Da habe ich eine ganz kurze Frage, bevor ihr vielleicht weiter auf das Teilgebiet eingeht. Du hast jetzt von Salzstöcken bzw. Salz in steiler Lagerung gesprochen. Gibt es da noch anderes Salz und wie unterscheidet sich das? Genau, also Steinsatz in steiler Lagerung und Salzdiapire oder Salzstöcke, das sind Synonyme. Die werden verglichen mit den Steinsalzformationen in flacher Lagerung. Also man kann sich das so vorstellen, wie auch bei Tonstein. Wir haben primär eine flache Stratigraphie, so ist das in der Geologie. Und bei Salzstöcken oder Steinsalz generell kommt hinzu, dass das Wirtsgestein kriechfähig ist. Das heißt, es kann im Laufe seiner Entwicklung, kann es durch das Deckgebirge, also die überlagernden Schichten, durchbrechen und pilzförmige Strukturen oder auch Wände formen. Das sind dann Salzwände oder Salzmauern formen. Und das ist sozusagen dann, was wir als Steinsatz in steiler Lagerung bezeichnen. Okay, aber wieder zurück zu unserem Teilgebiet 017. Was gibt es da sonst noch zu sagen jetzt an besonderen Themen bei den Ausschlusskriterien, den Mindestanforderungen? Ich fange mal an. Guten Abend auch von meiner Seite. Ja, damit das Teilgebiet 017 ein Teilgebiet wurde, ist Voraussetzung, dass hier keine Ausschlusskriterien greifen. Fange ich mal ein bisschen an, was zu den Ausschlusskriterien hier zu sagen. Also wir sind weit weg von gebirgsbildenden Prozessen, weit weg von vulkanischen Prozessen. Das heißt, die Ausschlusskriterien, die hier eine Rolle spielen, das sind im Prinzip zwei. Einmal aktive Störungszonen, die allerdings nicht, zumindest basierend auf der Datenlage, die wir zur Verfügung haben, nicht unmittelbar an das Teilgebiet grenzen, sondern einige Kilometer entfernt davon sind. Zusätzlich gibt es hier noch ausgeschlossene Gebiete auf Basis des Ausschlusskriteriums bergbauliche Tätigkeit. Und zwar sind das hier Bohrungen. Es liegen mehrere Bohrungen in unmittelbarer Nähe zu der Salzstruktur Kozen und zwei Bohrungen tatsächlich auch innerhalb des Teilgebiets. Sie sehen die Karte da genau mit den relativ breiten blauen Linien. Das sind die aktiven Störungszonen. Die Bohrungen erkennen Sie auf der Karte maximal als so einen kleinen Schatten. Das hängt damit zusammen, dass die ausgeschlossenen Gebiete im Zusammenhang mit Bohrungen sehr kleinräumig sind. Die sind ausgeschlossen mit einem Sicherheitsabstand von erstmal 25 Meter. Ja, das ist im Prinzip auch schon alles, was man hier zu den Ausschlusskriterien sagen kann. Die Mindestanforderungen sind erfüllt. Da kann Eike vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Gerne. Wir haben primär die Mindestanforderungen mit geologischen 3D-Modellen bearbeitet. In diesem Fall war das 3D-Modell Brandenburg 3D. Das ist ein geologisches Landesmodell vom LBGR. Das ist der geologische Dienst in Brandenburg. Und in diesem Modell sind 12 reflexionsseismische Horizonte enthalten. Für unser Teilgebiet war der Reflexionshorizont X1 relevant. Der bezeichnet die Topfläche der Zechsteinsalinare. Im Rahmen der Mindestanforderungen haben wir geschaut, wo diese Fläche, also die Oberfläche der Salzstöcke oder des Steinsatz generell, in einer Tiefe zwischen 300 und 1500 Meter liegt. Des Weiteren haben wir in diesem 3D-Modell angeschaut, wo sind diese Bereiche mächtiger als 100 Meter, wo ist der Flächenbedarf von mindestens 3 Quadratkilometern erfüllt. Und wenn alle diese Mindestanforderungen erfüllt waren und kein Ausschlusskriterium greift, resultieren daraus sogenannte identifizierte Gebiete. Und diese identifizierten Gebiete werden anschließend mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien bewertet.
Vielleicht willst du darüber was erzählen, Sönke. Vielleicht darf ich noch eine Frage einbringen, bevor wir darauf weitergehen. Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben mehrere seismische Horizonte bei der, der ist so kompliziert, dass er mir schon... Restriktionsseismische Horizonte. Restriktionsseismische Horizonte, danke. Also ich als Laie und Nicht-Geologe kann mir darunter wirklich kaum was vorstellen. Vielleicht kannst du dazu nochmal einen Satz sagen, also das, was das genau ist und wie es funktioniert. Ja, die entstammen der Reflexionsseismik, diese Horizonte, daher der Name. Es gibt beispielsweise auch andere 3D-Modelle, die basieren rein auf lithostratigraphischen Grenzen. Also das heißt, jedes 3D-Modell hat da eine andere Datenbasis, kann man sagen, oder eine andere Struktur, wie man diese Flächen darstellt oder auf welcher Datenbasis sie letztendlich basieren. Und diese Flächen sind dann die unterschiedlichen Tiefen, die ich mir vorstellen kann, wo dann die Seismik quasi stattfindet und hinterher interpretiert ein Geologe, wie die Form dann aussieht, oder? Genau, das ist also nicht nur Seismik spielt da rein, sondern man kann das dann auch mit Bohrungen korrelieren. Mhm. Also diese 3D-Modelle im Prinzip enthalten eigentlich das gesamte geologische Wissen, das der Brandenburgische Geologische Landesdienst da zur Verfügung hatte. Beispielsweise auch Aufschlüsse etc. Also das sind alle geologischen Daten können dieses Modell im Prinzip einfließen. Okay, danke. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Von daher, ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Macht gerne weiter mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Ja, das sind die identifizierten Gebiete. Die sind Gegenstand der geowissenschaftlichen Abwägung. Also wie Eike das schon gesagt hatte, die kein Ausschlusskriterium greift und alle Mindestanforderungen sind erfüllt. Und jetzt macht die geowissenschaftliche Abwägung den Unterschied, ob aus so einem identifizierten Gebiet ein Teilgebiet wird oder nicht. Das sind 11 Kriterien, die da bewertet worden sind. Die stehen allesamt im Standortauswahlgesetz. Und hinter diesen Kriterien verbergen sich weitere Indikatoren. Das sind 40 Stück an der Zahl, die dann jeweils einzeln bewertet werden. Oft gibt es da Wertungsgruppen, die eine vorgegebene Bewertung haben zwischen günstig, weniger günstig und ungünstig zum Beispiel. Und am Ende werden die Indikatoren zusammengeführt zu einer Gesamtbewertung für das Kriterium und dann im letzten Schritt alle 11 Kriterien zu einer Gesamtbewertung für ein identifiziertes Gebiet. Und die macht dann aus, ob es ein Teilgebiet wird oder nicht. Jetzt ist es so, dass für die identifizierten Gebiete, letztendlich für egal welches Wirtsgestein, nicht für jedes Kriterium gebietsspezifische Daten zur Verfügung standen für die geowissenschaftliche Abwägung in diesem ersten Schritt der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens. Und die BGE hat sich damit beholfen, für einige dieser Kriterien Referenzdatensätze zu verwenden. Das sind letztendlich Werte aus der Literatur, die ein bestimmtes Wirtsgestein dahingehend charakterisieren, was letztendlich in diesen Kriterien abgefragt wurde. Und was man zu diesen Referenzdatensätzen vielleicht noch sagen muss, ist, es wurde, da eben diese Daten erstmal allgemein gültig sein sollen und nicht dazu führen sollen, dass man jetzt versehentlich, weil man vielleicht eine zu schlechte Annahme trifft, ein Gebiet aus dem Verfahren nimmt, wurde für diese Referenzdatensätze immer von dem bestmöglichen Fall ausgegangen. Also es wurden Werte angenommen, die im physikalisch oberen Bereich oder günstigen Bereich, müsste man sagen, sich befinden. Naja, und neben diesen Referenzdatensätzen gibt es, neben diesen Kriterien, die mit Referenzdatensätzen bewertet worden sind, gibt es noch Kriterien, die gebietsspezifisch mit Daten hinterlegt worden sind. Das ist der Fall gewesen bei der Salzstruktur Kozen. Und diese Salzstruktur hat da gut abgeschnitten und es wurde ermittelt, dass eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Da habe ich jetzt nochmal eine Frage zu. Im Film hatten Wärmekriterium 2, 3 und 11, wenn ich das richtig sehe. Und im Film hieß es, dass Kriterium 2 nur bedingt günstig ist. Das ist aber, glaube ich, falsch. Ne? Wir sind eigentlich bei allen drei Kriterien bei einer günstigen geologischen Situation. Korrekt. Genau. Ja, okay. Genau. Also wir haben hier für Kriterium 2, 3 und 11 eine günstige gebietsspezifische Bewertung. Das unterscheidet sich zum Beispiel zu der Struktur, die wir vor 2 Stunden diskutiert haben, zu dem Salzstock-Friesack, dahingehend, dass hier auch Kriterium 2 und 11 als günstig und nicht als bedingt günstig bewertet worden
sind. Das hängt damit zusammen, dass diese Struktur ein bisschen größer ist, also doppelt so groß, die Fläche, die zur Verfügung steht, und dass es auf Basis unserer Daten momentan keine Hinweise auf Störungszonen im Deckgebirge dieses Salzstocks gab. Das hat dann wiederum Anlage 11 zu einer günstigen Bewertung, bei Anlage 11 zu einer günstigen Bewertung geführt. Genau, vielleicht könnt ihr das mit den Störungszonen im Deckgebirge nochmal genauer erklären. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es da ja auch eine spezielle Regelung für Salz. Ist das richtig? Das ist korrekt. Da sind wir, was diese spezielle Regelung für Salz betrifft, wieder bei den Ausschlusskriterien. Und zwar ist es so, dass es ganz häufig der Fall ist, dass Störungszonen sich über Salzstöcken befinden. Und die haben auch einen speziellen Namen, die nennen wir Scheitelstörung. Und diese Störungen, die entstehen letztendlich durch den Salzaufstieg selbst. Und wir gehen davon aus, dass diese Störungen zwar zu einem Versatz der Gesteine im Deckgebirge oberhalb der Salzstruktur führen, aber dass diese Störung nicht das Salz an sich versetzen, also dass die Salzbarriere weiterhin intakt bleibt, obwohl sich Störungszonen im Deckgebirge befinden. Und deswegen führen diese Scheitelstörungen zwar zu ausgeschlossenen Gebieten oberhalb von Salzstrukturen, aber nicht zu einem Ausschluss der Salzstruktur selbst. Okay. Also kann ich mir unter so einer Störungszone vorstellen, man hat im Prinzip eine geologische Schicht und die ist dann versetzt und dadurch hat man dann Wegsamkeiten beispielsweise oder ähnliches, zumindest eine Störung, die ungünstig sich auswirken kann. Genau, also dieser Versatz passiert, den sieht man auch ganz gut. Man kann den letztendlich an geologischen Aufschlüssen sehen oder Eike sprach die Reflexionsseismik vorhin an. Auch da kann man das geophysikalisch schön abbilden. Und das hat sicher Potenzial für Wasserwegsamkeiten, aber das muss auch nicht sein. Also da sind Störungen individuell, aber ja, das könnte sein, dass dadurch Wasserwegsamkeiten entstehen. Okay. Wir hatten jetzt gerade die Teilgebiete 016, was wir vorhin hatten, und 017 ja gerade schon verglichen. Wir haben auch im Chat tatsächlich eine Frage dazu, und zwar hängen die Gebiete 016 und 017 unterirdisch zusammen? Ja, das ist der Fall. Ich habe in dem Termin davor bereits erwähnt, wir sprechen auch von der Salzstruktur Friesack-Kurzen. Das kann man sich so vorstellen, wir haben zwei Salzstöcke und die sind im Untergrund über flachlagernde Salze oder Salzkissen miteinander verbunden. Das ist aber in so einer Tiefe, also unterhalb von unserem Suchraum von 1500 Metern, dass es sozusagen kein Teilgebiet geworden ist. Also diese beiden Salzstöcke hängen sozusagen nicht über ein Teilgebiet zusammen, aber es stimmt, sie sind halt im Untergrund über Steinsalz miteinander verbunden. Das ist korrekt. Jetzt müssen wir vielleicht mal über Tiefe sprechen, wenn man jetzt schon sagt, also eigentlich gibt es da drunter noch eine Salzstruktur, die verbunden ist, die könnte ja einfach auch so groß sein, das würde sich doch prima eignen. Wo kommt denn diese Tiefe von 1500 Metern her und warum gucken wir nicht tiefer, wenn es da doch noch mehr Salz gibt, ja, beispielsweise, was geeignet sein könnte? Das ist eine gute Frage. Also im Stand der AG, die Mindestanforderung Tiefe bezieht sich auf eine Minimaltäufe erstmal, das sind die 300 Meter. Und diese 1500 Metern tauchen erstmal nicht auf bei den Mindestanforderungen. Aber trotzdem, wir brauchen de facto eine maximale Suchtäufe, um halt, also das hat mehrere Gründe. Wir können erstens unser theoretisches Endlagerbergwerk nicht in eine unendliche Tiefe bauen. Also wir haben einen geothermischen Gradient, umso tiefer wir kommen, umso wärmer wird es. Wenn man bedenkt, wir haben ja radioaktive Abfälle, die Wärme entwickeln, das ist halt alles technisch dann sehr, sehr schwer umzusetzen. Also wir mussten uns de facto auf eine Tiefe festlegen und das sind dann diese 1500 Meter. Und da gibt es auch noch verschiedene Argumente, die stehen, glaube ich, auch alle in unserem Mindestanforderungsbericht. Also das ist eine untersetzende Unterlage zum Zwischenbericht Teilgebiete. Da sind diese ganzen Argumente aufgelistet, warum wir dann halt auf diese 1500 Meter gekommen sind. Okay, danke. Aus dem Chat kommt noch eine Frage rein, und nämlich nochmal im Vergleich zu dem Gebiet 016 Friesack. Da werden die Kriterien 2 und 11 schlechter bewertet, obwohl dort keine Bohrungsdaten existieren. Die Frage ist, aus Vorsicht?
Das bei dem Kriterium 2, bei dem Salzstock-Friesack, lag das vor allem an der Fläche. Also ich glaube, wir hatten da eine Fläche von 8 Quadratkilometern. Und für dieses geowissenschaftliche Abwägungskriterium Fläche brauchen wir den dreifachen Flächenbedarf. Der liegt bei 3 Quadratkilometer beim Steinsalz. Das heißt, nur Teilgebiete, die über 9 Quadratkilometern, also 3x3 groß sind, sind in diesem Fall günstig. Und das hat der Salzstock Friesack nicht erfüllt, aber der Salzstock Kurzen oder das Teilgebiet Kurzen erfüllt das. Und deswegen ist es beispielsweise bei diesem Kriterium 2 zu einer günstigen Bewertung gekommen. Okay, danke. Und zu diesem Thema Flächenbedarf, ist der bei den unterschiedlichen Würzgesteinen gleich oder wie kann ich mir das vorstellen? Der ist unterschiedlich. Also beim Steinsalz haben wir da die 3 Quadratkilometer, dann haben wir noch 6, glaube ich, beim Kristallin und 10 Quadratkilometer beim Ton. Diese Zahlen stammen aus der Begründung des Standortauswahlgesetzes. Das sind also diese Minimalflächenbedarfe und wir haben halt nur Teilgebiete gesucht, die darüber liegen. Mhm. Diese Flächenbedarfe haben, man kann sich das vorstellen, haben auch einen Grund. Das hat zum Beispiel was mit Temperatur zu tun, dass man zum Beispiel im Salz hat man eine sehr, sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Insofern kommt man da auch mit ein bisschen weniger Fläche aus. Im Ton ist das nicht der Fall. Ton ist auch wärmeempfindlicher. Da muss man dann mit der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle mehr in die Fläche gehen. Und das ist der Grund für diese unterschiedlichen Flächenbedarfe, je nach Würzgesteinstyp. Okay, gut. Wir haben vorhin ja auch schon, wenn wir jetzt schon im Vergleich sind mit den beiden Teilgebieten, schon die Frage gehabt. Von daher kennt ihr sie schon zur BGR-Salzstudie. Und wir haben per Mail dieses Mal nochmal die Frage bekommen, deswegen möchte ich sie gerne nochmal stellen. In der BGR-Salzstudie wurde der Salzstock als ungünstig bewertet bzw. nicht weiter berücksichtigt. Warum ist er nun ein Teilgebiet geworden? Ich habe das ja bereits in dem Termin davor gesagt. Es liegt einfach daran, dass diese BGR-Salzstudien, die hatten andere Kriterien, als wir die heute verwenden. Also die Wissenschaftler haben damals einen anderen Teufel gesucht. Es wurden auch andere Flächenbedarfe vorausgesetzt. Und sozusagen wir orientieren uns jetzt an den Kriterien des Standardauswahlgesetzes, die natürlich mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik sich auch verändert haben. Also wir sozusagen haben jetzt ein anderes Kriterienset, was wir verwenden, um unsere Teilgebiete zu ermitteln. Und so können halt diese Unterschiede entstehen. Ja, okay. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wir haben vorhin jetzt über 3D-Modelle gesprochen. Wir sprechen über ganz viele Daten, auch zu den Ausschlusskriterien beispielsweise. Also da wäre erstmal meine Frage, finde ich so ein 3D-Modell auch als Otto-Normalverbraucher? Kann ich mir das anschauen? Und wo denn dann? Ja, also das Brandenburg 3D, was ich vorhin angesprochen habe, das gibt es auch auf der Homepage des Geologischen Dienstes von Brandenburg. Also das ist für jeden Bürger und jede Bürgerin ist das frei zugänglich. Okay, und wie ist es mit den anderen Daten? Ja, mit den anderen Daten ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Letztendlich ist die BGE dazu angehalten, gesetzlich diese Daten, die entscheidungserheblich sind, und das sind zum Beispiel diese Daten zu aktiven Störungszonen, die Sie vorhin auch auf der Karte gesehen haben, zu veröffentlichen mit dem Zwischenbericht Teilgebiete. Mhm. Die gesetzliche Grundlage für diese Veröffentlichung ist relativ neu. Das ist das Geologiedatengesetz. Das gibt es seit dem 30. Juni diesen Jahres. Und da ist so ein Prozess vorgesehen, um die Daten zu veröffentlichen, weil man muss sich vorstellen, an einigen dieser Daten bestehen eben auch Rechte Dritter. Das sind Daten aus der Öl- und Gasindustrie, Bohrungen zum Beispiel, die für uns wichtig waren, also entscheidungserheblich. Und was das Geologiedatengesetz da vorsieht, ist eine Kategorisierung von Daten. Man teilt die so ein in verschiedene Schubladen. Und je nach Schublade, die heißen Fachdatum, Nachweisdatum und Bewertungsdatum, je nach Schublade sind diese Daten unterschiedlich schützenswert. Ja. Wir haben da Vorschläge erarbeiten müssen und das haben wir auch getan, eine Woche nachdem dieses Gesetz in Kraft war, an die Bundes- und Landesbehörden verschickt. Und die führen jetzt letztendlich die finale Einteilung in diese Schubladen durch und senden diese Kategorisierung zurück. Und das gibt uns letztendlich dann wirklich die Rechtsgrundlage, diese Daten zu veröffentlichen. Uns erreichen diese Rückläufer laufend. Und das heißt gleichzeitig, dass die Daten, die wir öffentlich bereitstellen können,
immer mehr werden mit der Zeit. Wir haben zum Beispiel zu den Ausschlusskriterien, um jetzt nochmal konkret auf die Frage zu antworten, einen Datenbericht, wo Koordinaten drinstehen von Bohrpunkten, von Störungszonen. Den haben wir jetzt schon, wenn man sich den jetzt anguckt, sieht man, da sind ganz viele Seiten geweißt. Da sieht man nichts. Hilft nicht so viel, also gerade. Nein, das hilft nicht. Das hilft nicht viel und das, das muss sich natürlich ändern und das tut es auch, indem wir eben laufend diese Rückläufer bekommen und indem wir in der Lage sind, diese weißen Seiten sozusagen abzudecken. Und zwar das wichtig zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht so, also wenn es jetzt irgendwie, sagen wir, 10.000 Seiten Daten geben soll und Koordinaten, wir machen das jetzt nicht so, wir drucken einfach nur die ab, die wir haben. Nee, wir zeigen von vornherein, wie viele Seiten es eigentlich geben müsste und was man alles nicht sieht. Und jetzt decken wir sukzessive ab, solange immer wenn diese Rückläufer uns erreichen. Das haben wir jetzt schon einmal getan und das tun wir weiter. Also damit ich einfach jetzt schon weiß, okay, das ist die Datenbasis, sie müsste ja 10.000 Seiten groß sein, aber ich sehe halt nur 5. Das ist ja ein bisschen wir haben da klein angefangen, das muss man schon sagen. Das war, man sieht was, aber es wird immer mehr. Ja. Okay. Und das ist auch geplant, dass wir diese Ausschlussgebiete nicht nur in dieser Berichtsform zeigen, sondern auch auf unserer Homepage. Also da, wo wir jetzt die Teilgebiete präsentieren, wird bei Zeiten auch frei zugänglich sein, wo liegen diese einzelnen Störungen, wo liegen die Bohrungen. Das wird halt alles dann auf unserer Homepage auch digital sichtbar sein. Also dann kann ich nochmal ganz genau gucken, welche Bohrungen handelt es sich denn da jetzt, die wir gerade beschrieben haben. Und dann kann ich sehen, okay, dieses kleine Stückchen von der Setzstruktur wurde ausgeschlossen. Korrekt. Dann an der Stelle. Okay. Hier gibt es nochmal eine vergleichende Frage weiter. Gebiet 017 und 016 Friesack. Da wird gesagt, das 017 ist doch deutlich schmaler als das Salz in 016. Aber rund ist doch besser als Umgebung für ein Endlager, da der ungestörte Radius ja das entscheidende Kriterium ist, oder nicht? Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Wie muss das Gebiet eigentlich beschaffen sein? Ne? Also was wir gemacht haben, ist jetzt in Schritt 1, Phase 1 ein schematisches Vorgehen. Das muss man schon sagen und das ist letztendlich der Tatsache sicher auch angemessen, dass wir jetzt erstmal ganz Deutschland haben als Suchraum und eingegrenzt haben hin zu Teilgebieten. Und dieses schematische Vorgehen hat jetzt nicht vorgesehen, zu differenzieren zwischen vielleicht guten Flächengeometrien und schlechteren Flächengeometrien, sondern Fläche war gleich Fläche. Das ist was, das müssen wir uns näher angucken und das wird sicherlich mit weiterer Eingrenzung dann eine Rolle spielen. Solche Fragen, die haben jetzt momentan für uns, also war das noch kein Bewertungskriterium. Ja. Aber können wir grundsätzlich was dazu sagen? Also ist quasi eine Kreisform oder eine Kugelform sogar grundsätzlich günstiger als, keine Ahnung, ein L liegendes oder ein E oder... Ja, wenn man das jetzt, man kann das ja letztendlich absolut ins Extrem überspitzen und sagen, das ist nicht nur, das ist halt extrem schmal und extrem lang und das wird natürlich immer schlecht. Also klar, das wird immer schwieriger. Ja. Ich kann dazu nur noch was ergänzen. Ich habe ja vorhin die verschiedenen Kriterien angesprochen, die wir da anwenden können. Beispielsweise bei dem AKN, das war auch ein so kriteriengestütztes Verfahren, 2002, glaube ich, also mit Kriterien. Und da gab es dieses Kriterium noch, dass wir halt ovale Salzstrukturen bevorzugen, im Gegensatz zu diesen länglichen. Okay. Aber zum Beispiel, es gab jetzt auch BGR-Studien, zum Beispiel das NSB-Projekt, eigentlich rauskam, dass wir von der reinen Form relativ wenig sagen können über den Internbau dieser Salzstruktur. Und das interessiert uns ja am Ende eigentlich am meisten. Also der Salzstock, einfach gesagt, kann zwar von außen schön rund aussehen, aber der Internbau da drinne, also wie das Steinsalz verteilt ist, kann natürlich viel, viel komplizierter sein und auch nicht so günstig, zum Beispiel jetzt wie bei dieser länglichen Struktur, die wir hier in Kurzen haben. Also das ist ein schwieriges Thema und was in den nächsten Phasen dann detaillierter betrachtet werden kann. Was kann ich mir denn unter einem internen Bau genau vorstellen? Das hast du gerade schon gesagt, also der interne Strukturaufbau, aber
Also für mich als Laien wäre Salz, wenn ich das kristallin habe, also ich kenne Morsleben, da ist es auch, da habe ich einen relativ durchsichtigen Salzblock, eine nette Struktur von einer Salzfolge. Ist das? Was stelle ich mir darunter genau vor? Ja, wir sprechen zwar immer von Steinsalz in Steinlagerung, aber natürlich ist in diesen Salzstöcken nicht nur Steinsalz enthalten. Also wir haben da verschiedene andere Mineralien. Wir haben Ton, wir haben Anhydrit, wir haben Gips, wir haben auch verschiedene Salze, also wir haben Kalisalze. Und es gibt auch sogenannte Doppelsalinare, wo wir sogar noch andere stratigraphische Einheiten haben. Also die haben da nicht nur Zechsteinsalz, sondern sogar rotliegend Salz. Es ist halt nicht nur reine Steinsalz, sondern so ein Salzstock ist ein relativ kompliziertes Gebilde, was halt nicht so homogen ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Okay. Also da kommt es dann auf das Detail an, wo wir jetzt einfach gerade noch nicht sind. Richtig. Bringt mich nochmal zu einem anderen Punkt in unserem Verfahren, der häufig angesprochen wird und auch schon angefragt wurde. Wir haben ja jetzt gerade Referenzdatensätze. Und jetzt habe ich verstanden, gut, das sind Daten aus der Literatur zu Salz. Ich vermute mal, dass die auch von Messungen stammen, wo man dann irgendwann gesagt hat, also das durchschnittliche Salz hat bestimmte Eigenschaften. Ne, das ist wahrscheinlich korrekt. Und die Frage ist dann aber, wenn wir eigentlich noch keine gebietsspezifischen Informationen haben, wie können wir das dann eigentlich wirklich bewerten mit diesen Referenzdatensätzen? Genau. Wir haben ja gebietsspezifische Daten. Das ist schon wichtig zu erwähnen. Also von diesen 11 Kriterien sind 3 mit gebietsspezifischen Daten belegt, jetzt im Fall von Steinsalz. Aber trotzdem, die Frage ist natürlich, es ist natürlich nachvollziehbar zu sagen, naja, BGE, wenn ihr das jetzt alles mit Literaturwerten belegt, wie könnt ihr da eigentlich eine Bewertung treffen? Aber es ist so, also diese Literaturwerte, die charakterisieren ja das Salzgestein gut. Mhm. Das ist, die wurden zusammengetragen auf Basis von einer gründlichen, umfangreichen Literaturrecherche und charakterisieren ja letztendlich ein Wirtsgestein. Das heißt, innerhalb von einem bestimmten Wirtsgestein macht jetzt den Unterschied schon die 3 Kriterien, die man gebietsspezifisch bewertet. Das ist schon der Fall. Und ja, sind eben Kriterien, die haben zu tun mit der Fläche, mit der Deckgebirgsstruktur, mit der Frage, ob da Scheitelstörungen vorhanden sind, ob es Doppelsalinare sind oder nicht. Eike hat es gerade angesprochen. Auch das steckt da mit drin. Und genau, die sind da jetzt letztendlich das Zünglein an der Waage, um eben aus einer größeren Anzahl von Salzstrukturen einige als Teilgebiete zu ermitteln. Also einige sind ja immer noch 60. Und wie ersetzen wir diese Referenzdaten? Also wie geht es damit jetzt weiter? Ja, die Daten, die wir haben, das ist immer ein Resultat in dieser ersten Phase des Standortauswahlverfahrens von Datenabfragen. Wir messen nicht selbst, sondern das kommt noch, aber in dieser Phase 1 fragen wir die Daten ab bei staatlichen geologischen Diensten. Und die Abfrage zu den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, die war nicht gebietsspezifisch, wir die gemacht haben. Wir haben im Prinzip bundesweit Daten abgefragt. Und das führt eben dazu, dass jetzt ein paar Daten innerhalb von, es sind ja oft auch punktuelle Informationen, ne? Wärmeleitfähigkeiten zum Beispiel, Gebirgsdurchlässigkeiten, die hat man mal hier und mal da, aber die hat man eben sehr lokal. Und der nächste Schritt wäre jetzt wirklich gebietsspezifisch abzufragen. Wir kennen jetzt unsere Teilgebiete und da benötigen wir Daten. Ich habe momentan nicht so wirklich die Möglichkeit, eine konkrete Aussage darüber zu treffen, welche dieser bisher mit Referenzdatensätzen bewerteten Daten wir gebietsspezifisch ersetzen können. Das wird sich dann zeigen. Wir müssen uns da Gedanken machen, sicherlich auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von staatlichen geologischen Diensten in Kontakt treten, was da an Datenmaterial noch vorhanden ist. Aber das wird sich zeigen und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt, diese Daten sukzessive mit gebietsspezifischen Daten zu ersetzen. Also die werden dann nochmal genauer abgefragt bei den Landesämtern, geologischen Diensten, um dann auch nochmal detaillierter letztendlich zu gucken. Absolut, ja.
Okay. Man könnte noch ergänzen, es geht auch darum, unseren jetzt vorhandenen Datenfundus genauer zu analysieren. Zum Beispiel, wir haben das vorhin schon angesprochen, wir haben mehrere Bohrungen im Bereich dieser Salzstruktur. Und natürlich können wir uns da auch genauere Untersuchungen jetzt demnächst widmen. Zum Beispiel auch diese Fragen nach dem Internbau. Das kann man natürlich durch Bohrungen, wenn dieser Salzstock angeritzt wurde, natürlich sehr gut ermitteln dadurch. Also das sind alles so Fragestellungen, die wir jetzt im Schritt 2 der Phase 1 mit den vorhandenen Daten gut bewerten können. Ja, okay. Und wie geht es ansonsten noch in Phase 1 jetzt weiter? Also was machen wir ansonsten, außer dass wir jetzt, ja, ich sage mal, uns die Daten genau angucken, jetzt nochmal standortspezifisch schauen, was wir da noch für Daten bekommen. Was passiert noch? Eike, gerne. Ich lasse dir auch keine Vortritt. Also das ist auch kurz gesagt im Prinzip. Also jetzt im Schritt 2 der Phase 1 kommen erstmal die Sicherheitsuntersuchungen zur Anwendung, die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Und das ist neu, das hatten wir bisher nicht gemacht. Also das ist bewertet einfach die Langzeitsicherheit unseres eventuellen Standortes. Es wird ja auch öfter gefragt nach den Eiszeiten, den Auswirkungen oder andere Risiken. Und das spielt alles dann bei diesen Sicherheitsuntersuchungen mit rein. Und als zweites wenden wir dann auch nochmal die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien an, also was wir bereits gesprochen haben, in der Hoffnung, dass wir da möglichst viele Datensätze, die wir bisher mit Referenzdatensätzen bewertet haben, wie bereits gesagt, durch halt gebietsspezifische Daten zu ersetzen. Ja, okay. Genau. Und dann, wenn man die Situation hat, dass die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien nicht zu einer Verkleinerung der Gebiete geführt haben oder wenn man die Situation hat, dass zwei, also oder nicht so maßgeblich zu einer Verkleinerung oder wenn man die Situation hat, dass es zwei Gebiete gibt, die geologisch erstmal gleich bewertet sind, dann gibt es jetzt ein neues Instrument, eine neue, ja, letztendlich Gruppe. Und das sind die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Mhm. Das gab es im ersten Schritt nicht. Und da spielen jetzt plötzlich andere Dinge eine Rolle als geologische Kriterien. Da spielen wirtschaftliche, kulturelle, soziale Dinge eine Rolle. Und genau, das ist ein neues Instrument, was auch in Schritt 2 der Phase 1 erstmals zur Anwendung kommt. Okay. Also dann, wenn uns die Geologie nicht weiterhilft, würden wir dann auf andere Faktoren gucken, die planungswissenschaftlich sind. Was sind das für Faktoren? Was kann das sein als Beispiel? Wenn ich nur mal kurz ergänzen darf, also aber nur, wenn die Geologie gleichwertig ist. Also das wenn heißt, die gleichwertig ist. Ja, also diese Kriterien ersetzen jetzt nicht die Geologie. Das heißt, wir suchen dennoch die bestmögliche Geologie im Prinzip. Ja, klar. Ja, und ja, mein Kollege hat es ja schon angesprochen, also die Besiedlungsdichte, also da dürfen keine Städte oder Großstädte in der Nähe sein. Naturschutzgebiete spielen eine Rolle, Überschwemmungsgebiete. Also ja, diese Gebiete wären dann, wenn wir gleichwertige Geologien haben, wären natürlich kein bevorzugter Standort dann. Ja, okay. Hier ist noch eine Frage reingekommen, die geht quasi eigentlich weiter. Wir verlassen bloß dann Phase 1 und gehen in Phase 2 der übertägigen Erkundung. Und die Frage ist letztendlich, was meint dieser nächste Schritt? Am Boden kratzen, Besiedlung mit Orten dieser Flächen, wenn es da keine Siedlung gibt offensichtlich. Das ist die Frage. Was machen wir da? Ja, die Erkundung, das ist was wir planen müssen. Jetzt in diesem im Schritt 2 der Phase 1 wird die übertägige Erkundung schon geplant. Also und mit den Erkundungsvorschlägen gehen wir dann, die dann bewertet werden, würden wir dann in die Phase 2 übergehen. Ja, und was ist das? Das ist eine geophysikalische Erkundung ganz bestimmt. Also das Standard oder eine Standardmethode da ist Reflexionsseismik. Wir hatten das ja ganz zu Anfang schon gehört im Zusammenhang mit dem brandenburgischen 3D-Modell. Ja. Ja, Reflexionsseismik, manche einer kennt das vielleicht von der Erkundung der Asse. Das sind dann relativ große Trucks, die ankommen und den Boden in Schwingungen versetzen. Und dieses, ja, letztendlich das Echo aus dem Untergrund, das wird von Empfängern registriert. Das ist wie Ultraschall, ne? Nur laut und tieffrequent, so ein bisschen. Das ist eine Methode, dann Bohrungen sind mit dem Kohle, aber es gibt auch andere geophysikalische
Verfahren, elektromagnetische, gravimetrische, die denkbar sind, um eben den Untergrund besser kennenzulernen. Und also quasi würde man dann die Daten wieder auswerten. Benutzt man die Kriterien, die man quasi vorher hatte, Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und die gewissenschaftlichen Abwägungskriterien, die ziehen sich auch in Phase 2 weiter, das ist dann richtig. Korrekt. Ja, die kommen immer wieder und ja. Und dann haben wir quasi wieder weitere Gebiete ausgeschlossen und wie geht es dann noch weiter? Es gibt ja noch eine Phase 3. Genau, also das Resultat der Phase 2, das sind dann die Standorte und in dieser Phase wird dann untertägig erkundet. Also das kann man sich vorstellen mit einem Erkundungsbergwerk. Und da können dann natürlich dann die umfassendsten Untersuchungen gemacht werden. Und der Standort, der sich dann da als bestmöglich erweist, das ist dann auch unser Endlager für hochradioaktive Abfälle. Okay. Und wie viele Bergwerke bauen wir da? Das ist so unbestimmt. Also ich würde einfach mal bevorzugen mehr als 2, dass wir da irgendwas abwägen können. Aber das hängt natürlich ab, wie viele Standorte wir dann noch haben in dieser Phase. Aber ich glaube, im Gesetz steht mindestens 2. Ne? Das ist macht ja auch Sinn. Also wenn wir da nur einen haben, dann kann man da natürlich schlecht da irgendwas noch abwägen. Ja, okay. Gut. Jetzt schaue ich gerade mal, wir haben hier noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Das ist eine sehr politische Frage, da kann ich auch gerne direkt gleich was zu sagen. Wie steht die BGE dazu, dass der größtenteils in westdeutschen Atomkraftwerken produzierte Atommüll womöglich in Brandenburg entgelagert wird? Genau, also das ist sicherlich eine Frage, die die Menschen vor Ort auch bewegt und wo man überlegt, wie ist das überhaupt gerecht oder nicht? Wir müssen als BGE, glaube ich, einfach sehr klar sagen, wir haben einen klaren gesetzlichen Auftrag, den bestmöglichen Standort für das Endlager für hochradioaktive Abfälle zu finden, mit dem transparenten, selbsthinterfragenden, wissenschaftsbasierten und lernenden Verfahren, ne? So schreibt es das ja das Gesetz vor. Und von daher halten wir uns natürlich erstmal an das Thema, wir wollen wissenschaftsbasiert arbeiten und machen uns erstmal frei von politischen Erwägungen, auch wenn man dann natürlich festhalten muss, dass die letztendgültige Entscheidung und auch die Zwischenschritte dann ja vom Bundestag getroffen wird. Das muss man ja sagen. Also nach Phase 1 gibt es quasi eine Gesetzvorlage im Bundestag, eine Entscheidung, nach Phase 2 auch und dann letztendlich die Standortentscheidung, die für 2031 geplant ist, wird ja auch so ablaufen. Von daher würde ich fast behaupten, die BGE steht da in Häkchen neutral zu, weil wir einfach den bestmöglichen Standort suchen. Und das ist dann egal, wo der in Deutschland ist, weil wir halt von der weißen Landkarte ausgehen. Da würdet ihr wahrscheinlich zustimmen, ne? Rein wissenschaftlich. Da habe ich mir die Frage gestellt, gerade bei diesem Thema wissenschaftsbasiert, transparent, selbst hinterfragendes, lernendes Verfahren. Ihr seid ja in dem Bereich Standortauswahl. Wie nehmt ihr das wahr? Wie lebt ihr das? Also woran würdet ihr das festmachen, dass wir uns in so einem Verfahren bewegen? Da gibt es viele Beispiele, die wir eigentlich nennen können. Also, ich kann ja mal anfangen, zum Beispiel, als wir angefangen hatten, wir hatten natürlich keine vorgefertigten Methodiken. Also wir wussten natürlich nicht, wie wir jetzt an die Sache rangehen sollen. Mhm. Wenn man mal überlegt, wie wir eigentlich als erstes rangegangen sind, was wir uns da überlegt haben, welche Flughöhe wir da benutzen, sage ich mal, und dann auch gemerkt haben, das geht so nicht oder das ist zu aufwendig oder da fehlen uns die Daten. Wir haben das eigentlich gelebt, kann man sagen. Das war ein selbstlernendes Verfahren. Und jetzt die Methodik, die wir jetzt sozusagen verwendet haben für den Zwischenbericht Teilgebiete, war eine lange Entwicklung. Also da haben viele Kollegen und Kolleginnen mitgearbeitet. Es gab Rückschläge und das ist jetzt das Ergebnis. Aber vielleicht kann Sönke da auch noch was ergänzen. Genau, also wissenschaftsbasiert ist es in meinen Augen, wir sind Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler mit unterschiedlichen Hintergründen, akademischen Hintergründen oder auch Hintergründen aus der Industrie, die das machen.
Wir machen das mit Partnern mit Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Forschungseinrichtungen, mit der BGR arbeiten wir zusammen. Also da kommt ganz viel wissenschaftlicher Input. Wir hinterfragen uns selbst, indem wir zum Beispiel unsere Methoden online zur Diskussion stellen, indem wir wie letztes Jahr die Tage der Standortauswahl veranstalten. Das war also auch für mich persönlich, fand ich das eine ganz gelungene und auch lehrreiche Veranstaltung, wo wir zusammengekommen sind mit anderen Menschen aus der Wissenschaft, haben uns 2 Tage intensiv ausgetauscht zu deren Themen, die in Bezug haben zu unserer Arbeit, aber auch zu unseren Themen, haben diskutiert an Postern, nach Vorträgen. Das hat für mich ganz viel Wissenschaftsbasiertes und aber auch Lernendes. Und naja, transparent finde ich das auch. Ich habe das als transparent erlebt, zu zeigen, wie gehen wir das eigentlich an. Also wir haben das da gezeigt, aber zum Beispiel, ich habe das selbst auch einmal zeigen dürfen mit einem Vortrag an der RWTH Aachen. Wir haben das eben auch da in unseren Foren dargestellt, dass das, ja, genau, also das sind so Aspekte, die, glaube ich, gehen in die Richtung. Okay, danke. Hier ist im Chat gerade noch eine Frage reingekommen. Das ist nochmal eine Nachfrage zu den Phasen. Also kommen wir nochmal ruhig drauf zurück. Nämlich die Frage, wird das eigentlich ganz scharf getrennt? Sind wir jetzt schon in Phase 1.2? Oder wo bewegen wir uns? Gibt es da scharfe Trennlinien? Ich würde sagen, ja. Und zwar sind das im Prinzip die Berichtsabgaben. Nach meinem Verständnis. Also Zwischenbericht Teilgebiete ist veröffentlicht, ist an das an die Behörde, ans BASE übermittelt worden. Damit endet für uns Phase 1, Schritt 1. Mit dem Bericht zu den Standortregionen endet Phase 1, Schritt 2 und so weiter. Also da würde ich bejahen, dass es da scharfe Trennlinien gibt. Das heißt nicht, dass wir noch Hausaufgaben bekommen können, die letztendlich mit Phase 1, Schritt 1 zu tun haben. Es gibt die Fachkonferenz Teilgebiete, die sich ja letztendlich gründet momentan und inhaltlich auch abstimmt. Und der Zwischenbericht Teilgebiete wird Diskussionsgegenstand sein. Und ja, und daraus können Hausaufgaben für uns entstehen. Und vielleicht würde das dann diese Trennung ein Stück weit relativieren, weil natürlich befassen wir uns dann auch mit Themen aus dem ersten Schritt noch. Das ist, glaube ich, nochmal ein gutes Stichwort. Hausaufgaben für uns, Hinweise aus der Fachkonferenz, dafür ist sie ja da, ne, dass man sich den Teilgebietebericht durchliest, dass man auch andere Fachexpertisen noch einbringt, dass man Expertise von Bürgerinnen und Bürgern einbringt, Meinungen dazu und dann Hinweise sammelt, die dann an die BGE übergeben werden in irgendeiner Form. Das wird ja die Fachkonferenz selber organisieren. Und bei dem Zuge möchte ich gerne nochmal auf unsere Hinweisplattform hinweisen. Wir haben als BGE auf der Homepage auch unsere Hinweisplattform etabliert, die letztendlich ja auch kartenscharf funktioniert. Also man kann seine Postleitzahl eingeben, kann quasi sehr genau gucken, in welchem Geopunktbereich habe ich eine Information. Also ich weiß von einer Bohrung, die eine bestimmte Tiefe beispielsweise hat, von Bergbau, den wir irgendwie noch nicht berücksichtigt haben, von irgendwelchen anderen Dingen und kann das da eingeben oder kann vielleicht auch sagen, da gibt es vielleicht noch eine total gute geeignete Struktur, die habt ihr nicht berücksichtigt, liebe BGE, schaut euch das doch mal an. Also das kann man machen. Ich denke, da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir da von allen möglichen Seiten weitere Hinweise und Input bekommen, den man halt über diese Hinweisplattform abgeben kann oder auch einfach per Mail über dialog@bge.de. Also da freuen wir uns sehr drüber, um auch da einfach offen zu sein, um auch lernend zu sein, um zu gucken, wie können wir da vielleicht noch Erkenntnisse einbringen, die wir noch nicht hatten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle noch loswerden wollte. Genau. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, Sönke und Eike, dass ihr zur Verfügung gestanden habt für die Diskussion, für die Fragen, die beantwortet habt.
Ganz, ganz lieben Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute da waren, sich das angeschaut haben, die Fragen gestellt haben, mitdiskutiert haben. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wenn irgendwann nochmal im Nachgang Bedarf bestehen sollte an der Diskussion mit der BGE, stehen wir über dialog@bge.de bereit. Wir stehen auch für Veranstaltungen vor Ort bereit, wenn da der Anspruch besteht, wenn wir eingeladen werden von der Kommune oder Ähnlichem. Also von daher freuen wir uns auch weiter über die Diskussion. Von daher bleibt mir nur Danke zu sagen und ich wünsche allen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und ja, einen schönen Abend.